Moin, ich bin Johannes und ich spiele heute mal wieder Chess 960 in der 3-Minuten-Bedenkzeit-Variante. Und ich hätte gerne ein Brett, auf dem ihr gut meine Erklärungen sehen könnt. Ich hoffe ja, dass ihr da ein bisschen was von auch mitnehmt. Vielleicht so ein graues Brett hier. Und dann bitte Figuren, die man auch erkennt. Das sind die klassischen Figuren aus alten Schachmagazinen. Läuferlinien öffnen ist am Anfang oft eine gute Idee, weil er hier jetzt ja schon Fehler machen kann. Und dann spiele ich den Läufer mal in die Mitte. Entwickle meine beiden Springer hier. Bei dem zweiten muss ich aufpassen, er kann ihn nämlich hier ja direkt schlagen. Dann würde ich die A-Linie öffnen. Wenn er es tut, tut er nicht. Nächste Variante hier ein bisschen das Zentrum öffnen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht matt werde. Das hat so ein bisschen hier. Sieht ein bisschen gefährlich aus, aber es geht, weil ich den Läufer immer zum Dazwischenstellen hätte. So, er hat mit der Dame geschlagen. Dann kann ich seine Dame ja mal schön angreifen. Hier, der Läufer ist gedeckt vom Springer. Der Bauer von Dame und Läufer hier unten. Ich mache euch das Brett mal eben ein bisschen größer, damit ihr mehr vom Spiel seht. So, den schlage ich mit der Dame. Er kann ja gar nicht zurückschlagen. Na, dann wäre der Springer doch besser gewesen. Naja, gut. Wahrscheinlich wäre der Springer besser gewesen, weil dann hätte ich nämlich seine Dame mit dem Zug angegriffen. Ich versuche aber hier mal eine kleine Falle aufzubauen, eine Gabel zu drohen. Außerdem habe ich hier mit der Dame eventuell noch einen Schach, wobei er dann einfach seinen Bauern dazwischen zieht. Prinzipiell ist diese Konfiguration hier für ihn gefährlich, wenn ich also den Läufer nach, sagen wir mal, B4 oder C5 kriegen würde, den Schwarzfeldring hier, dann könnte ich die Dame an den Turmrand spießen und einen davon mitnehmen. In der Regel wäre das dann der Turm, weil die Dame dann normalerweise weggeht auf ein Feld, auf dem sie den Turm auch wieder deckt. Dann gewinne ich in so einem Fall die Qualität. Okay, jetzt ziehen wir uns mal leicht zurück. Immer noch die Drohung, na, hierhin, Springergabel auf König und Turm. Er versucht, meine Dame zu jagen. Dann machen wir mal eine andere Variante. Vielleicht fällt das so drauf rein, auf den Damentausch, der dann aber ja auch wieder die gleiche Gabel erzeugt. Puja, das ist übrigens mein Gegner, 1496 Punkte. Mal gucken, was passiert. Ja, jetzt sehe ich meine Partie hier aus seiner Sicht, weil er die ja gerade spielt. Was kann ich noch machen? Ich habe Zeitvorsprung. Was droht er? Er droht eigentlich nichts so richtig. Ich verdoppel mal hier auf der D-Linie. Pack den Turm noch hinter die Dame mit der Idee, vielleicht irgendwann auf D7 einschlagen zu können, wenn er zum Beispiel mit Dame weggegangen wäre. Er hat hier aber gleich nochmal den Schutz verdoppelt für D7. Hat das also als gefährlich eingeschätzt. Das ist ja schon mal was, was mich ein Stück weit freut. Ich greife mal den Springer hier an. Immer noch die Drohung. Springer D6 mit inzwischen drei angegriffenen Figuren, wenn ich da halt hinkomme, auf gedeckte Weise. Und das ist jetzt der Fall. Er kann mit der Dame nicht vernünftig schlagen, weil ich dann mit Turm oder meiner Dame zurückschlagen kann. Aber es sind halt jetzt alle drei Figuren angegriffen. Welcher? Ich würde sagen, der hier. Dann habe ich hier noch ein schönes Schach, das mir auf den ersten Blick gut gefällt. 1,16 für mich, eine Minute Rest für Pujades. Pujades, keine Ahnung, wo er herkommt im Moment. Und wie er sich aussprechen möchte. Jetzt müsste der Bauer hier schlagbar sein. Immer aufpassen auf Springergabeln bzw. auf die Felder, auf die der Springer halt kann. Diese Kunde sollte man sich auch in den schnellen Varianten durchaus nehmen, da einmal einen Blick drauf zu werfen. Und jetzt haben wir doch hier ein schönes Schach, oder? Er greift meine Dame an, dann
ziehen wir uns mal ein bisschen zurück, halten weiterhin D7 im Blick. Wie wäre es denn mal, diesen Springer, der ist ja gefesselt hier an den König, den Springer mal ein bisschen unter Druck zu setzen. Sekunden Rest für meinen Gegner, wahrscheinlich kriegen wir das Spiel hier. Oh, ich habe meinen Turm verdüdelt. Ich muss weg. Material sind wir jetzt also wieder gleich. Aber die Zeit müsste mich retten. Hier unten kriege ich einen Bauern. Ne, die Idee ist anders besser, hier mit der Dame nach hinten zu gehen, nicht mit dem Läufer. Weil sie dann den Turm hier in Gefahr bringt. Schach. Schach. Zeit ist gut. Schach mit dem Läufer. Schach mit dem Bauern. Einfach alle Figuren mit reinwerfen in den Angriff. Und jetzt dann feststellen, ja, man hat nichts mehr zum Angreifen. Unbezahlbar, würde Mastercard sagen. Kriegt jetzt hier einen Bauern, wenn er möchte, aber dann habe ich hier nochmal einen Schach. Und jetzt müsste ich ihn wieder im Zugriff einfach. Oh, die Dame! Die Dame, das war nicht gut. Und jetzt habe ich auf Zeit gewonnen. Ich hätte wahrscheinlich auch sonst auf Zeit gewonnen, aber sowas ist natürlich gefährlich, wenn es ein paar Sekunden früher passiert. Das hätte mir besser nicht passieren sollen, aber gut, das ist gut gegangen. Puchades hat verloren. Und ich entsprechend gewonnen. Hier hätte ich schon mal direkt den ersten Bauern gewinnen können. Mit Turm gewinnen, weil der Turm da nicht rauskommt. Ja, man sollte sich vielleicht angewöhnen, bei Chess 6960 einmal am Anfang sich anzugucken, welche Bauern schwach sind. Wenn wir nochmal zurückgehen in die Startaufstellung, dann ist der Bauer einfach schwach beim Gegner. Die hier sind alle gut gedeckt. Also der Schwache, ich markiere den mal in Rot. Und der hier ist auch schwach. Und dann hätte man gleich hier diese beiden Bauern nach vorne ziehen können, um einfach Druck auf den Linien hier zu entfalten. Ja, vielleicht sollte ich mir das nächste Mal einfach den Trick schon mal merken und mitnehmen. Zuerst sich mal angucken, welche Bauern könnten unter Druck geraten und dann möglichst schnell in die Richtung auch was fabrizieren. Gut, Partie ist trotzdem gut gegangen. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke die Partie in den Videokommentaren, und das heißt, ihr könnt die dann auch nachspielen und ihr könnt dann, glaube ich, auch die Analyse euch anzeigen lassen und dann sehen, was der Computer zu meinen Zügen sagt. Ich gehe trotzdem mal ganz kurz durch. Weiß war hier im Vorteil und so hat sich's auch ja im Kommentar angefühlt. Jetzt sind wir wieder kurz gleich gewesen hier an dieser Stelle, aber er hat hier jetzt genau den Bauern verloren. Würde jetzt noch einen Bauern verlieren. Das war die Idee vom PC. Von Stockfish ist das übrigens als Engine hier. Plus 2, nämlich den Bauern, der auf D7 gefallen ist und den auf A7 dann. Und jetzt fluktuiert die Partie so ein bisschen hin und her. Und hier ist es schon matt in 9. Das ist dann was, was einfach Rechner auch in Nullzeit bestimmen können. Das ist Wahnsinn. Mir hat es gereicht, dass ich einen Zeitvorsprung war und dann mit den Schachs einfach ihm genug Schwierigkeiten machen kann, Felder zu finden, um dann die Partie zu entscheiden. Das war natürlich nochmal ein ordentlicher Fehler. Was wäre der richtige Zug gewesen? Na, der Springer hängt, klar. Ja, der war ziemlich übel, aber er hat es nicht mal gesehen, und selbst wenn er es gesehen hätte, die Zeit ist in dieser Stellungsbewertung natürlich nicht mit eingepreist. Also, ich würde mal sagen, nach diesem Damenzug hier, diese minus 11, also großen Vorteil für Schwarz, etwa in Form von einer guten Dame, die müsste man erstmal konvertieren, wenn man noch, ich glaube, es waren 5 oder 6 Sekunden hatte. Als Rechner natürlich kein Problem, das stimmt natürlich schon. Da kann man das verwerten, aber als Mensch schwierig, allein schon von der Klickzeit her. Gut, Punkt für mich, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich.